das, was ihr getan habt. Du und die beiden anderen. So grundsätzlich mag ich es ja lieber, wenn es so außergewöhnliche Situationen gibt, die man spielen kann, weil es halt einfach auch, was das Schauspielerische angeht, so ein bisschen mehr eine Herausforderung ist. Emily glaubt tatsächlich ab dem Moment, dass Martin gar nicht tot ist und dass er jetzt versucht, sich da irgendwie zu rächen und dass er sie beobachtet. Es gibt ja auch dann die Situation, dass Emily in ihren Laden kommt und überall sind so matschige Fußabdrücke auf dem Boden. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Situation, die die drei unglaublich unter Druck setzt. Und natürlich fangen die dann auch an, so ein bisschen ja, vielleicht manchmal unvorsichtiger zu sein mit der Wahl des Ortes, an dem sie bestimmte Dinge besprechen. Es baut sich immer mehr auf und es ist natürlich auch eine Situation, in der man sich dann, ja, also wie soll man sich da verhalten? Ich glaube, das wissen die drei selber nicht. Was ist, wenn es doch Martin war? Hast du seine Stimme erkannt? Nein, keine Ahnung, die war total verzerrt. Außer mir, wie oft habe ich den Typen gesehen? Ein, zwei Mal? Okay. Martin Ahrens ist tot. Ich glaube, was ja ganz wichtig ist, dass man sich klar ist, was passiert in der Szene, wo müssen wir hingehen, dass man auch grundsätzlich unglaublich textsicher sein muss, damit man sich darauf gar nicht mehr konzentrieren muss, sondern halt wirklich komplett in diese Emotionen reingehen kann und einfach da gucken kann, was gibt es für Akzente, die ich setzen kann, für Punkte, die ich setzen kann. Und da kommt es aber auch immer auf das Gegenüber an. Emily, warte, hey! Willst du jetzt ernsthaft zur Polizei? Was ist denn die Alternative? Sollen wir dem Typen jetzt 10.000 Euro zahlen und lässt er uns vielleicht in Ruhe? Was ist, wenn er doch zur Polizei geht? Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass es unglaublich spannend wird. Es gibt Plot-Twists, von denen habe ich nicht mal gedacht, dass sie kommen könnten. Richtig gut geschriebene Geschichte. Ich freue mich total drauf. Jetzt auch, wie es weitergeht. Also ich weiß ja schon so ein bisschen was. Und das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich habe richtig Bock auf diese Geschichte. Und ich glaube, meine Kollegen auch. Und das ist schon ganz gut. Also auf jeden Fall einschalten. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken!